Dann haben wir eine Schweizerin, Vanessa Billy. Klingt nicht sehr schweizerisch natürlich. Weshalb weiß ich nicht. Kommt aber aus, kommt aus Genf ursprünglich, hat viele Jahre in London gelebt und ist jetzt nach Zürich gezogen und arbeitet sehr häufig mit Materialien der Bauindustrie, mit Vorliebe mit Beton. Ist übrigens in der Gegenwartskunstszene wirklich offenkundig, wie viele Künstlerinnen und Künstler momentan mit Beton arbeiten. Ne? Beton ist aber auch ein sehr schweizerisches Material, wie wir wissen. Ne? Also der größte Betonkonzern weltweit ist ein Schweizer Konzern. Holcim. Aber nicht sponsorberatende City, möchte ich dann noch sagen, leider. Trotzdem, es gibt einige Betonarbeiten bei Art in the City. Ich hätte gedacht, dass Vanessa Billy auch mit sowas kommt, aber sie hat eine ganz neue, andere Vorgehensweise gewählt. Sie hat ein Baugerät ins Zentrum gestellt. Sie hat einen Kran hingestellt auf den Turbinenplatz, der mit der Erde verbunden ist. Es gibt einen Haken im Boden des Turbinenplatz und der Kran ist mit diesem Haken verbunden. Was das soll, sagt der Titel des Werks, Lifting the Earth, also die Erde anheben. Ne? Also der Kran steht da und hebt die Erde an. Ein wunderbares Sinnbild eigentlich auch für, sage jetzt mal, die Absurdität auch vieler Tätigkeiten, für die Sinnlosigkeit, die dann trotzdem Sinn macht, weil sie vielleicht einen ästhetischen Sinn ergeben. Ich finde es eine sehr schöne Metapher auch auf diese wahnsinnige Bautätigkeit, mit der wir uns momentan konfrontiert sehen, nicht nur in Zürich West, in der ganzen Schweiz, aber vor allem eben in Zürich West.